Hütte. Na dann. Ja. Und ihr ein mittleres Haupthaus. Immer ich. Na, ruhig dahin. Warum auch immer die Trolle Geräusche machen, als ob sie mit Bogen schießen. Oh, nö, ich merke gerade, hier ist auch ein Ausgang. Also auch noch ein Tunnel. Ich habe noch genug Bevölkerung für Trolle, merke ich gerade. Was? Ja schon. Was denn? Okay, dann errichten wir jetzt mal eine Brutstätte. Die ist sogar klein. Arbeit! Können wir gleich hier errichten. So, unserem freundlichen Keulenschnitzer errichten wir mal hier drüben. Und dann errichten wir hier gleich noch einen Steinbruch. Also ja, es ist gerade alles schön trolllastig, was ich gut finde eigentlich. Dorthin? So, wir können einmal die Eisenschnäbel rufen. Ah. Ihr baut mir einen Leichensammler hier hin. Trolle fressen zum Glück alles Mögliche. So, und dann holen wir noch die letzten 5. Verbesserung fertig. So, Eisenschnäbel. Ziemlich tief fliegende Geier. Ja. So.
Steinwerkstatt. Arbeit! Also ja, ich lasse die drei, die hier jetzt alles aufbauen. Und die werden dann hier Eisen abbauen. Schönerweise, Trolle können Eisen abbauen, aber halt nicht mit Gebäude, nur direkt. Das heißt, wenn Eisenvorräte direkt im Monument sind, dann kann man die auch nutzen. Komm, Riese, wach endlich mal auf. Ich meine, gut, noch ist es ruhig. Bisschen arg ruhig, muss ich sagen. So. Waffenlager bauen wir als nächstes. Die sind zum Glück klein, die beiden Gebäude. Also das Waffenlager und das Eisenlager. Eisenhaus. Können wir auch super hier hinstellen. Wenn's sein muss. Verbesserung fertig. Können uns mal ein paar Werfer gönnen. Einfach, dass wir mal ein paar Truppen mehr haben. Da können wir uns auch 5 Champions noch gönnen. Und da geht's los. Die ersten Untoten strömen Achtung! Aus den Höhlen. Kämpft! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Geht's los! Achtung! Ja, man merkt, heiße Stäbe sind auch nicht wirklich so die stärksten. Kämpft! Achtung! Verschwindet! Mein Werfer macht jetzt zum Glück nicht so viel Schaden.
Hey, Level up. Okay, das heißt, jetzt bauen wir das Eisenhaus noch auf. Wenn's sein muss. Geht's von mir aus? Verstanden. Was können wir hier? Champion erhält Waffe, die Amok auslösen kann. Was denn? Blöderweise zählen die Skelette scheinbar nicht als Leichen. Oh. Ich hol mir noch nochmal fünf Werfer. Okay, man kann ihn doch annehmen. Was habt ihr? Ihr nicht so brüllen, Menschling. Mir noch gut hören, aber mir nicht gut denken. Oh. Dummer Mian, wenn der Zwergenschnaps in kaputtem Wagen trinkt alles aus. Oh, dummer Mian. Jetzt Mian ganz schwindelig und Goblins stehlen alles von Mians Sachen. Mian zu schwindelig, kann sie nicht fangen. Oh. Vielleicht kann ich ja diese Goblins vertreiben. Oh, das ist nett, Menschling. Mir nur noch ein bisschen ausruhen. Du gehen und vertreiben garstige Goblins. Ja, machen wir. Verschwindet! Darf ich töten? Darf ich töten? Ja, wir brauchen dringend auch ein paar Nahkämpfer jetzt. Ich will eigentlich Champions ausbilden, aber... Ja, nehmen wir lieber mal etwas Einfacheres. Was da standen? Was ist passiert? Geht's los? Feinde, hier! Die sind in der Stadt! Oh, die machen jetzt hier zu alles... Zu den Keulen! Alles ziemlich puttig. Ja, schön! Ach. Macht sie kaputt! Okay, es wird Zeit, dass wir ein paar Steinwerfer aufstellen. Hey, raus aus der Stadt! Feinde, hier! Die sind in der Stadt! Zu den Keulen! Das war unser... Die greifen an! Ja, unser Nahrungslager. Was denn? Ja, ja. Müssen wir sofort wieder aufbauen. Warum? Okay, eigentlich habe ich mich um die Goblins gekümmert, oder?
Ja, sprecht Mörner über eine Entlohnung. Nachdem ihr Mörns letzte Vorräte gerettet habt, wird sich der Riese hoffentlich erkenntlich zeigen. Sprecht doch einmal mit ihm.